Gilt die Rente mit 63 auch für mich als Erwerbsminderungsrentner? Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mal im Internet ein bisschen mehr gegoogelt. Ja, das Thema Rente ist natürlich ein Thema, was mich sozusagen nicht loslässt. Und da bin ich auf einen Zeitungsartikel der T-Online bekommen, gestoßen, und zwar unter der Überschrift, ich zeige es Ihnen mal, ich mache das auch ein bisschen größer, damit Sie das also auch besser sehen können, gilt die Rente mit 63 auch für Erwerbsminderungsrenten? Ja, meine Damen und Herren, was ist denn das für eine Frage? Die verstehe ich ja als Rentenberater gar nicht, aber aus Ihrer Sicht, EM-Rentnerinnen und Rentner, sicher schon, meine Damen und Herren, dass diese Frage möglicherweise für Sie sehr, sehr wichtig sein kann. Warum? Ganz einfach. Sie beziehen eine Rente wegen Erwerbsminderung und Sie erreichen in Kürze das 63. Lebensjahr. Sie haben meinetwegen auch eine Schwerbehinderung, GdB 50, und Sie stellen sich natürlich die Frage, soll ich mir das jetzt nochmal antun, die EM-Rente nochmal neu zu beantragen, also eine Weitergewährung zu machen? Die läuft dann auch aus. Sie ist nicht befristet, sie ist nicht unbefristet, es ist keine Dauerrente. Es gibt jetzt die neuen Hinzuverdienstmöglichkeiten bei der Altersrente. Das heißt, Sie können unbegrenzt dazu verdienen. Sie haben gehört, dass Ihre Altersrente nach der EM-Rente de facto genauso hoch ausfällt. Sie da also keine großartigen Verluste einfahren. Und dass eventuelle Abschläge, wenn Sie die bekommen, nur noch zusätzlich auf neue Entgeltpunkte berechnet werden, wenn überhaupt. So, und das sind alles so die Fragen, die Sie natürlich bewegen. Und natürlich die Kernfrage ist, wenn Sie 63 sind, könnten Sie ja normalerweise eine Altersrente für langjährig Versicherte bekommen oder auch nach den derzeitigen Bedingungen sogar schon eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Je nachdem, Höhe des Abschlages lasse ich jetzt mal völlig außen vor. Bei der Altersrente für langjährig Versicherte sind es dann bei den Geburtsjahrgängen 1961 schon über 13%, aber das ist jetzt erstmal völlig wurscht. So, und jetzt geht es nur um eine entscheidende Frage. Habe ich die 35 Jahre Wartezeit erreicht, die ich brauche, um in eine Rente mit 63 zu kommen? Ja, meine Damen und Herren, warum sollten Sie denn nicht eine Rente mit 63 bekommen? Altersrente für langjährig Versicherte oder meinetwegen die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Ja, warum nicht? Das eine schließt doch das andere gar nicht aus. Sie müssen einfach nur die entsprechenden Voraussetzungen für die Altersrente erfüllen und dann kann es losgehen. Ja, dann können Sie die beantragen. Jetzt ist natürlich die Frage, Wartezeit 35 Jahre. Was zählt da alles mit dazu? Da zählen Pflichtbeitragszeiten, freiwillige Beitragszeiten, Zeiten aus Minijob, versicherungspflichtig, nicht versicherungspflichtig, Zuschläge an Entgeltpunkten aus Versorgungsausgleich, daraus resultierende Kalendermonate aus dem Versorgungsausgleich, Rentensplitting, Ersatzzeiten, Kinderberücksichtigungszeiten, Kindererziehungszeiten, Zeiten des Wehrdienstes, Zivildienstes. Ach, meine Damen und Herren, Anrechnungszeiten auch noch. Zum Beispiel Anrechnungszeiten wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit und was ganz, ganz wichtig ist, sogenannte Rentenbezugszeiten mit Zurechnungszeit. Das heißt also, Rentenbezugszeiten mit Zurechnungszeit ist für viele EM-Rentner genau der sogenannte Eyecatcher, also das Eintrittstor für die Wartezeit der 35 Jahre. Über diese Bezugszeiten, über diese Rentenbezugszeiten einer EM-Rente mit Zurechnungszeit kommen viele EM-Rentner in die Wartezeit der 35 Jahre rein, obwohl sie mit Beginn der EM-Rente dann gar nicht mehr gearbeitet haben und keine Beitragszeiten mehr haben. Aber über diese sogenannten Rentenbezugszeiten mit Zurechnungszeit sehr wohl schon. Und ich verrate Ihnen da kein Geheimnis. Schreiben Sie sich das bloß nicht alles auf, sondern merken Sie sich bitte nur eins. Erstens, wenn Sie vorhaben, in eine Altersrente zu wechseln aus der EM-Rente, holen Sie sich bitte von Ihrer Rentenversicherung eine Wartezeitauskunft. Dazu sind die verpflichtet, Ihnen das zu erstellen. Machen Sie das bitte nicht 3 Wochen vor Beginn der Altersrente oder vielleicht einen Monat vor Auslaufen der EM-Rente. Um Gottes Himmels Willen, machen Sie das bitte zeitlich früher. Ja, also wenigstens ein halbes, dreiviertel Jahr vor Ende der EM-Rente oder vor dem gewünschten Beginn der Altersrente. Und als zweites,
Verlangen Sie bitte von Ihrer Rentenversicherung eine Rentenauskunft über die unverbindliche Höhe einer Altersrente zu Ihrem gewünschten Termin. Und dann sehen Sie auch, wie hoch Ihre Altersrente nach der EM-Rente ausfallen kann. In diesem Video geht es überhaupt nicht um die Frage, wie dann die Entgeltpunkte aussehen bei der Altersrente, nach der EM-Rente. Das ist alles völlig sekundär, sondern hier geht es nur um die Frage, ob Sie als EM-Rentner auch die Rente mit 63 erreichen können. Na klar geht das. Wir haben sogar Fälle in unserer Kanzlei gehabt, gar nicht so wenig. Die haben sogar die haben sogar die 45 Jahre Wartezeit erreicht. Das lag aber daran, schlicht und ergreifend, dass die EM-Rente relativ spät begonnen hat, also nach dem 60. Lebensjahr. Und da hatten die Leute dann schon oftmals die 45 Jahre Wartezeit erreicht. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal alles, alles Gute zu Ostern. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie rentenbescheid24.de gewogen. Ich wünsche Ihnen eine osterstarke, rentenstarke Zeit. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.